Die Lindenauer Kirche ist festlich geschmückt und wir sehen links und rechts von mir jede Menge Produkte. Gestern war Erntedankfest und ich möchte gerne mit Rudolf Kupfer über die Produkte und über deren weiteren Verwendung sprechen. Wir haben hier in der Kirche uns verabredet, um über das Wetter zu reden. Da frage ich mich mal ernsthaft, was haben die vielen Produkte mit dem Wetter zu tun? Das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Die Ernte hängt ja maßgeblich vom Wetter ab. Und wir hatten im Jahr 2021 gutes Wetter, eine gute Ernte und allen Grund, am Sonntag Erntefest zu feiern. Und das wird ja in der Kirche dann immer in der Kirchgemeinde gemacht, mit dem Heimatverein gemeinsam. Die Landfrauen haben Erntekronen und Erntekranz gebunden und die Bürger und die Christen bringen aus der Gemeinde halt Produkte, die sie geerntet haben und stellen sie hier vor und zeigen sie hier und geschmücken damit den Altarraum. Ich finde, der ist festlich geschmückt. Und das Schöne an der Sache ist, geht noch weiter. Heute Montag kommen dann die Stoffwechsel aus Dresden. Das ist ein Verein, der sich um Kinder kümmert und Erwachsene, junge Erwachsene, die sich in Notlagen befinden. Und dort wird das dann in den Herbstferien entsprechend verarbeitet. Gemeinsam wird da gekocht. Das machen wir schon seit Jahren. Und das gefällt uns, dass das über Jahre schon sich so entwickelt hat. Wir haben gute Kontakte zum Stoffwechsel und werden das auch weiterführen. Also ich habe gesehen, es ist vom Kaffee über Konserven bis zum Kürbis alles da. Ja, das ist dann sicher für Leute, für Ältere vor allen Dingen, die dann einen Garten nicht mehr bewirtschaften, die bringen eben solche Gaben dann. Es gibt auch Spenden, die dann heute auch übergeben werden. Und es gibt auch Wollsachen von den Strickfrauen aus Tettau, die dann auch übergeben werden, in Größenordnung ein Jahrhundert. Jetzt sitzen wir hier in deinem schönen Garten und wollen ein bisschen mehr über Wetteraufzeichnung und über das Wetter überhaupt sprechen. Seit wann machst du das schon? Naja, wir haben dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum und so lange bin ich eigentlich schon aktiv mit dem Wettergeschehen verbunden. Aber als Landwirt ist man eigentlich ein Leben lang mit dem Wetter verbunden. Man lebt ja schließlich mit dem Wetter und vom Wetter. Landwirte können ohne Wetter nicht leben, die brauchen es halt. Und wie gesagt, ich mache das schon lange und habe jetzt große Freude mit unserem Freundeskreis, der ja nun schon 30 Jahre besteht. Und wie gesagt, wir haben da eine Festschrift rausgebracht. Also das erfüllt mich sehr. Als normaler Bürger stehe ich früh auf und sage, Wetter ist schön oder es regnet, ist nicht so schön. Das seht ihr anders. Ja, das stimmt schon. Wetter wird ja von vielen Leuten und von allen beurteilt, weil die alle mit dem Wetter leben müssen. Und es gibt schon Wertungen. Wir hatten ja zum Beispiel 2019 und 20 extreme Trockenheit, Dürrejahre in der Lausitz, die uns sehr belasten und belastet haben und haben dieses Jahr das ganze Gegenteil. Wir haben aus meiner Sicht eines der schönsten Jahre vom Wetter her gesehen, die ich zum Beispiel erlebt habe. Es war optimal der Regen verteilt, es gab Winter, es gab keine großen Hitzeperioden. Das hat alles zusammengepasst und dazu geführt, dass wir eben, wie gesagt, eine gute Ernte insgesamt einbringen konnten. Die Kleingärtner, die Landwirte, alle sind eigentlich zufrieden. Na, zufrieden nie. Der Winterrocken ist nicht ganz so gelungen wie erwartet, aber alles andere. Mais war dieses Jahr, so haben wir noch nie in dieser Lausitz gehabt. Das ist wirklich Rekord und die Landwirte sind ja gerade dabei, das zu ernten. Ihr seid eine kleine Gruppe gewesen, als du damals Initiator des Freundeskreises wurdest. Wir waren damals als regionaler Sender, glaube ich, bei deinem ersten oder zweiten Treffen dabei. Da war da ungefähr so 10, 12 Leute. In der Zwischenzeit ist es überregional. Ja, es bleibt vor allen Dingen mit der Region verbunden, das Wetter, und auch mit der Natur, mit Naturkreisläufen in der Region. Wir wollen regionale Wetterkreisläufe und Abläufe untersuchen, beobachten, werten und dann auch für eben öffentlich machen, wie heute hier und an anderen Stellen. Das beflügelt uns eigentlich, sage ich mal, und macht auch Spaß. Gute Unterstützung hattet ihr aber die ganzen Jahre auch durch den Deutschen Wetterdienst. Ja, das ist natürlich, habe ich vergessen, das muss man unbedingt sagen. Ohne Wetterdienst wäre das ja gar nicht gegangen, weil die fachliche Beratung ganz wichtig war. Und Jürgen Tremmel, Arne Speckert und andere haben uns natürlich von der ersten Stunde an beraten und auch qualifiziert und befähigt, einiges aufzuschreiben. Und ich muss sagen, das wissen die meisten vielleicht nicht, je mehr man sich mit dem Wetter beschäftigt, umso mehr Fragen treten auf. Man findet nicht nur Antworten, da treten viele Fragen auf. Und man muss da schon auch Leute haben, die Fachleute sind. Und das hatten wir mit
Potsdam und Hammer mit Potsdam. Wobei bedauerlicherweise Jürgen Tremmel auch in Rente gegangen ist. Aber das zeigt eben auch seine Einstellung. Er bleibt uns weiter verbunden und erhalten und will mit den Senftenbergern auch Kontakt halten. Also wir sind eine feste Gemeinschaft, die sich da über Jahre geformt und gefestigt hat. Und wie gesagt, das brauchen wir. So, nun hattest du schon x-mal erwähnt, dass ihr eine Broschüre rausgegeben habt anlässlich eures kleinen Jubiläums. Was ist es und wer hat mitgemacht? Ja, das ist wie immer ein Gemeinschaftswerk. Wie gesagt, die Idee entstand, weil Corona die Jahrestagung ausgefallen ist deswegen. Und da haben wir also gesagt, wir werden das mal aufschreiben. Und da ist eine bunte Mischung von Beiträgen rausgekommen, die ich gar nicht erwartet hatte. Kinderkurbel, Klimawandel, Wasserprobleme. Ronny Sommer hat zum Bergbau geschrieben, Bergbau und Wetter und solche Dinge. Und mit Fotos belegt, Klaus Kreter aus Ortrand hat die Natur beobachtet. Also ganz bunt gemischt ist das. 50 Leute haben etwa mitgewirkt. Das war gar nicht so einfach, das alles zu koordinieren und auf den Stand zu bringen, wie es dann jetzt ist. Aber wie gesagt, jetzt ist es fertig und da freuen wir uns, dass wir das geschafft haben. Erhältlich ist das Buch beim NABU Regionalverband am Tierpark in Senftenberg, meistens Vormittag 5 Euro. Aber ich muss leider sagen, die ersten 100 sind vergriffen, aber wir lassen nachdrucken. Wann rechnet ihr mit einer neuen Auflage? Noch in diesem Jahr. Es wird sehr bald passieren. Also da wird es keine große Pause geben. Weil, wie gesagt, wir möchten ja die Bedürfnisse erfüllen. Und es geht ja vor allen Dingen auch schwerpunktmäßig. Zum Beispiel Dr. Hausmann hat ausgewertet 2020. Das wird ja dann alt. Aber das zeigt aber auch von Hausmann, der Beitrag, wie umfangreich die Auswertung von Wetterdaten ist. Da bin ich auch ein Laie oder ein Anfänger. Oder jedenfalls mache ich es auch nicht so umfangreich. Der macht das ja intensiv und umfangreich. Wetterdaten aus Hörlitz auswerten im Laufe eines Jahres. Also es ist ein Riesenartikel und sehr interessant, finde ich. Und das zeigt eben auch, dass man tiefer eindringen muss ins Wettergeschehen. Aber als Wissenschaftler wollt ihr euch nicht gleich noch bezeichnen? Nee, das sind wir gar nicht. Wir sind ganz einfache Hobby, ganz wichtig, Hobby-Meteorologen, haben Freude am Wetter, an der Natur und an der Entwicklung in unserer Region. Und das sind wir und bleiben wir mindestens so lange, wie ich da bin. Gut, damit wollen wir unser Gespräch heute beenden. Herzlichen Dank, dass du uns das vorgestellt hast, dass wir hier sein durften. Und wir wünschen euch natürlich weiterhin tolle Ergebnisse, tolle Auswertungen und dir vor allen Dingen Gesundheit. Schönen Dank. Und ich danke, dass ihr hier wart.